Kann man sich das dann wirklich so vorstellen, dass sie ein bisschen aussortieren, dass jetzt ein ganz gewöhnlicher Hersteller dann eher abgewiesen wird? Oder wie läuft das dann? Ja, absolut. Also wir verlangen auch ein Einreichen der Produkte, Fotos, Produktbeschreibungen. Wir suchen selbst nach innovativen Produkten auf anderen Plattformen oder aus der Presse und sammeln dann und versuchen, diese dann hier auch zu motivieren. Wir leben vom Überraschenden.